Hallo liebe Ringträger, willkommen zurück bei Mittelerde Mordors Schatten. Die Patrouille sagte, dass sie den Tag auf es geht wieder weiter in die Schatten von Mordor. Ich habe jetzt schon mal ein bisschen vorgearbeitet und zwar... Ups. Ich habe jetzt schon mal Informationen gesucht zu den einzelnen Häuptlingen, die wir besiegen müssen, um die Story voranzutreiben. Er hier ist der Stärkste, der ausgewählt wurde mit Macht 15. Jedoch müssen wir erstmal die Untergebenen besiegen und es sind auch nochmal einige, der Untergebenen hier nachgekommen. Jedoch würde ich es gerne so handhaben, dass ich mir erstmal so den Weaksten raussuche und das ist er hier. Deswegen würde ich sagen, Ziel markieren. Das heißt, er hat nur noch einen Untergebenen, den müssen wir erstmal kennen und das ist der hier. Das heißt, wir wählen erstmal ihn an als Ziel und sobald wir den besiegt haben, können wir es dann mit dem Häuptling aufnehmen. Soweit erstmal der Plan für heute und dann gucken wir mal, wie weit wir dann kommen. Ich habe auch erstmal soweit die ganzen Legenden hier eingesammelt, die auf der Karte sind und so weiter und so fort, damit wir uns wirklich fokussieren können auf die Hauptstory. Alles weitere kommt dann wahrscheinlich mit der Mainquest nach und nach. So, weil wir einen von vier Häuptlingen getötet haben, machen wir uns jetzt auf die Suche nach dem zweiten. So. Er ist hier in dem Bereich. Sie befindet sich hier, Ödnis von Durtag. Das ist gut, denn hier mit der Schnellreise komme ich direkt dorthin. Und dann ist es auch nicht mehr so weit. So. Also. Der Dude ist mehr so in der Richtung. Nö. Ghule sind jetzt auch noch hier. Guck mal, das ist er sogar. Ich habe leider keine Infos über den, aber das macht nichts. Ich werde mal versuchen mit einem Fernkampfangriff. Hinterher. Dies ist ein Ende. So, dann kommst du nicht. Bam! So, aufsammeln. Macht plus 6. Okay, jetzt lass uns mal auf die Map gucken. Das heißt, Saurons Armee. Der hat keinen Untergebenen mehr. Dann können wir ihn jetzt als Ziel markieren. Und gehen den nächsten Häuptling an. So. Aussichtspunkt. Überfalle Tumuk Espenlaub. Geiler Name. Indem du dich in seine Festung schleichst. Okay, der schnellste. Manchmal, wenn man mit der Maus irgendwas auf der Map macht oder allgemein im Spiellayout, dann guckt der Controller immens rum. So, ich wurde schon eben darauf hingewiesen, wo der ist.
kleine Mini-Symbol da hinten irgendwo. Okay, dann wollen wir mal. Definitiv nicht. Also ich find's frech, die Folter gespannt zu werden. What? Ach hier. So, Auftrag starten. Den du dich in seine Festung schleichst. Besiege die Leibwächter des Hauptmanns, bevor du dich ihm stellst. Hab ich. Er ist zu ängstlich für einen direkten Angriff. Ach so. Finden wir einen Ort, von wo wir zuschlagen können. Erreiche den Aussichtspunkt. Das war der schon. Oder wie? Nee, das ist jemand anders. Das läuft nicht nach Plan. Halt! Okay, ich glaube, wir müssen das nochmal machen. Der Sklavenmeister ist durchgedreht, weil ich dem Tarago einen Sklaven gegeben habe. Warum? Ja, so, dann starten wir den Auftrag nochmal. Er ist zu ängstlich für einen direkten Angriff. Finden wir einen Ort, von wo wir zuschlagen können. Ich glaube, der Weg hier ist gar nicht mal so schlecht. Sollte man aufpassen, dass mich keiner sieht. Im nächsten Kampf werde ich so viele Feinde töten, dass der Hauptmann mich mit mehr Glück beschenkt, als ich trinken kann. Ich werde so voll sein, dass es besser wäre, keine Fackeln neben mich zu halten. Okay. Jetzt ist er erschienen. Immun gegen Schleichen. Vorbeigekommen. Ich werde sie später auspeitschen lassen. Tumug. Furcht vor Verbrennen.
Furcht vor Morgai fliegen, Furcht vor Karagor. Immun gegen Schleichen, heftigen Angriff, schneller Angriff, Sprungangriff, Kampfgestählt, Fährtensuche. Okay, ich muss die Umgebung nutzen, um ihn zu besiegen. Aber es hieß nicht, dass er gegen Fernkampfangriffe immun ist. Keine Elbengeschosse mehr. Habe ich hier denn Geschoss? Nee. Jetzt kommen sie alle. Jetzt geht's los. Das wird absolut räudig. Und Frist hat in dem Spiel hier absurd viel Schaden. Wenn man echt getroffen wird, das heißt, man muss halt echt versuchen, Gegner so ein bisschen in die Mangel zu nehmen. Er ist ja eigentlich mein Ziel, aber ich glaube, ich habe so im direkten Kampf gegen ihn keine Chance. Muss den Kampf aufgeben. Oder mich erstmal zurückziehen. Was zum Henker? Hänge fest. Lauf doch. Schleicht da jemand umher? Die Steuerung ist manchmal echt ein Problem. Keiner hat gesagt, dass das einfach wird.
flüchtet. Und du wirst leiden, das verspreche ich. Nichts gibt's, du fließt nicht. Glaubst du, du hast Würde? Glaubst du, du hast Ehre? Du bist nicht besser als ihr, tappt beim Mörder, geboren für den Krieg. Jetzt stirb! Ja, wie sein Kopf abgetrennt wird einfach. Wir werden schon. Macht plus 70. So, jetzt verstecken wir uns erstmal. Boah, was ein Kampf, ey. Das ist ja absurd. Wie schwer der ist. Okay, lass mal schauen. Was haben wir denn bekommen? Es war für das Schwert? Nee, das war's auch nicht. Musste den Dolch gewesen sein, glaube ich. Wurbrecher. Reiner Schleichtötung wird Achans Schatten doppelt so schnell aufgeladen. Ach, guck an. So, da wir jetzt einen weiteren Machtrang haben, haben wir jetzt auch zwei Fähigkeitenpunkte, die ich ausgeben kann. Fortiger Todesstoß verringert die benötigte Zeit um einen Bodenhinrichtung RT plus X bei einem am Boden liegenden Feind durchzuführen. Oh, wie ich das will, ja. Weil es dauert echt manchmal ziemlich lang, bis du dann diesen Dolch nimmst und den Gegner in den Kopf rammst und das die Zeit verkürzt, umso besser. Was? Übersprung, Betäubung. Ach, wenn ich über Gegner drüber springe, betäubt es die. Das ist so geil. Verbessert das Werfen von Dolchen, sodass du schnell hintereinander geworfen werden können. LT schnell hintereinander drücken. Okay, was ist das? Verbessert Sprintangriffe. A gedrückt halten und dann RB. Das geht. Echt? Kann ich das schon? Furchteinflößende Schleichtötung, das geht ja. Sprintangriffe. Okay, ich wusste gar nicht, dass das geht. Tödlicher Schattenangriff. Eine tödliche Variante des Schattenangriffs. LT plus X. Schattenangriff. Geistertodesstoß. Opfer von Aufzehrung und Klingenhagel. Tötung explodieren und lassen umstehende Feinde zurückschrecken. Kampfaufzehrung. Ah, plus. Gut, das ist eine neue Technik dann. Drücke A plus B, wenn eine Trefferserie aufgeladen ist, um eine Aufzehrung auf einen Uruk zu wirken. Das Ziel wird in Furcht versetzt und du erhältst Elbengeschosse. Okay. Was nehme ich denn jetzt? Ja, Betäubungssprung, das klingt ganz gut. Aber mehr Punkte habe ich leider nicht. Und Kohle, um noch was zu kaufen, habe ich auch nicht. Okay. Das wäre der Hauptmann. Oder Häuptling. So. Lass mal schauen, wer ist denn jetzt als nächstes in der Rangfolge, beziehungsweise in der Reihenfolge. Zwei haben wir ja getötet, drei bleiben noch übrig, weil das ist Redback, der ist ja unser trojanisches Pferd in Saurons Armee. Deswegen sind es im Prinzip nur noch drei oder zwei, drei sind es, die hier stehen. So, ich muss mir erstmal einen aussuchen. Ich glaube 13, 12. Gut, da muss ich zwei besiegen. So, lohnt sich gar nicht, ihn anzuwählen. Sein Kopf ist aufgespießt. Ja, schön. Gut, die zwei. Der hat mir schon öfters Ärger gemacht, den will ich jetzt an. Der Grogbrenner. Den
werden wir jetzt aufsuchen und töten. Blutbad? Okay. Ich glaube, die wechseln auch immer ihre Position, kann das sein? Also ich bin mir nicht sicher, was das angeht, aber... Ich glaube. Okay, wenn er hier ist... Warte mal, was ist hier? Ah. Neue Machtproben. Gut, dann wollen wir mal. Wie gesagt, wir müssen erstmal die Hauptmänner besiegen, um die Häuptlinge zu töten. Marodeur entkommen. Nakra. Altgedienter Hauptmann. Nakra, Schädelsammler. Sind hier etwa zwei? Wo ist denn mein eigentliches Ziel? Der Grogbrenner. Ich könnte auch erstmal mit ihm vorlieb nehmen, aber ich weiß leider nicht, was er drauf hat. Vielleicht kommt der andere noch hinzu. Ich hatte Angst vor Karagor. So, wir klettern erstmal nach oben. Er hat Furcht vor Karagor. Hier, er flieht. Sklaven sind wertlos. Man kann nicht einmal Rüstung auf die Haut. Habt ihr das gehört, Rüben? Ihm nach! Und singelt ihn! Wo rennt er denn jetzt hin? Macht's mir aber ganz schön schwer. Oh nein. Kann's nicht aufnehmen, bevor die nicht tot sind. Ich habe keine Elbengeschosse mehr, um sie zu killen. Habe ich es aufgenommen? Ja. Ich habe keine Chance. Aber ich glaube, ich habe es aufgenommen. Aber die Karagors können das. Okay, weg hier. Das Spiel ist leider ziemlich chaotisch an manchen Stellen. Also hat alles und jeder dich einfach nur töten will. Das? Ach, das, was ich eben zurückgelassen habe. Ja, kann ich später noch aufsammeln. Es geht nicht verloren, glaube ich. Ist aber zu viel los.
So, aber Grogbrenner wollte ich ja noch erledigen. Ich weiß nicht, wen ich da jetzt gerade erledigt habe. Es liegen ziemlich viele hier rum, aber ein paar neue sind noch dazugekommen, von denen ich leider gar nichts weiß. Deswegen kommt es auch manchmal vor, dass ich in irgendeinen Hauptmann reinrenne, ohne zu wissen, wer das überhaupt ist. Aber ja, jetzt jedes Mal die zu identifizieren, das ist super anstrengend. Okay, er sollte auf jeden Fall hier in dem Bereich irgendwo sein. Piguk. Ah, Piguk, Rockbrenner, da ist er doch. Er leidet Schaden durch Explosionen. Er leidet Schaden durch Nahkampf-Todesstöße. Immun gegen Schleichen, immun gegen Fernkampf. Monster schlechter. Okay, alles klar. So. Zip. So, der nächste im Bunde, der meine Klinge zu spüren bekommt. Wenn Schleichen eh nichts bringt oder sowas. Einfach offensiv reingehen. Schaden durch Verbrennung, jawohl, ja. Du kehrst also zurück. Tja, diesmal werde ich dich nicht so schnell töten. Ja, wenn wir schon dabei sind, können wir ja noch Informationen über einen neuen sammeln. Wer darf es denn sein von denen, die noch nicht... Ach komm, nimm mir ihn hier. Okay, Ziel befindet sich südlich der Schwarzen Straße. Tja, Jungscher freigeschaltet, Auge im Auge. Deine Schreckensherrschaft ist vorbei. Das ist sie definitiv. Hallo? Na, kommen sie alle und wollen aufs Maul. Beim Turm bin ich nämlich sicher, da kommen die nicht hin. Weil die nicht sehen können. Kann ich ja nur in der Elbengestalt hin. Okay. Ja, wir haben noch Zeit. Wir können noch einen... wir können noch einen Hauptmann wählen. So, wen wollte ich denn jetzt angehen? Er war's, ne? Genau, dann ist er hier noch dran. Okay. Seine Schwächen weiß ich nicht. Lässt sich vielleicht noch rausfinden. Was ich noch schauen wollte ist, was habe ich denn vielleicht für Verbesserungen? Ja, gleich habe ich wieder einen Fertigkeitenpunkt, da kann ich mir noch einen weiteren Skill zulegen. Ich habe halt nur 280 Geld. Ja, Geld werde ich dann auch nochmal sammeln. Ich brauche definitiv mehr Lebensenergie gegen Ende. Das ist noch ein bisschen zu wenig, was ich habe. Aber ich denke mal, das kriegen wir hin. So. Habe ich ihn angewählt? Weiß man nicht, wo der ist? Da oben. Ah, okay, da oben ist der. Ja, dann. Ja, hallo, beweg dich.
Oh, jetzt wird's wild. Sieh mal an! Es gibt Verräter und Feiglinge zum Töten! Führt eine Hinrichtung durch. Anlocken. Das ist ein Glückstag. Ich bin sowieso in Mordstimmung. Lohn. Konnte seiner Gefangenen nicht hinrichten. Weil ich ihn gestört habe? Beim nächsten Mal, du dummer Schrack, geht es nicht so glimpflich aus. Nenn mich nicht dummer Schrack, du Bastard. Da, 360 Grad Kopfabtrennung. Oh. Bastard. So, wer will? Wer hat noch nicht? Come on. Da hinten kommt was. Was Großes. Das wird, glaube ich, gleich weg. So, ich glaube, das hätten wir geschafft. Aber das war nicht der, den ich wollte. Es ist Rasch der Träumer, ne? Heißt er so? Ja. Wir sind auf jeden Fall kurz davor. Da hinten ist das. Hier ist zumindest auf der Map. Bleichhaut, ich beobachte dich. Ey, Bleichhaut. Das LT gedrückt. Ein Schattenangriff. Es würden sich niemals was klagen lassen. Lieber würde ich mich selbst ertaufen, als so etwas geschehen zu lassen. Ja, ist egal. Okay. Dann machen wir jetzt den noch. Und dann dürfen wir auch gleich am Ende der Folge sein. Und dann geht es in der nächsten Folge den anderen Hauptmännern an den Kragen. Weil, um eine weitere Questline abzuschließen, müssen wir erstmal die Hauptmänner erledigen. Damit die schwarze Hand Kenntnis davon hat. Kann ich es nicht einfach im Käfig töten? Nein? Ah.
Mutmachprobe überlebt. Immun gegen Fernkampf. Komm her! Ich sah deinen Tod in meinen Träumen. Jedes Mal war es ein anderer. Flieht, ihr Narren! Oh ja, das geht wesentlich schneller. So, den hätten wir jetzt auch erledigt. Verbesserung. Jetzt haben wir nochmal einen Fertigkeitenpunkt bekommen, den können wir noch ausgeben. Das mit dem Kampf aufzählen, das finde ich eigentlich ganz geil, das nehme ich mal. Dass ich das während des Kampfes machen kann, ist halt echt eine gute Sache. Falls ich jetzt zum Beispiel keine Elbengeschosse habe, kann ich einfach den Uruk nehmen und dann flop. Mir seinen kompletten Hirnschmalz raussaugen. What is happening? Erhebe dich. An allen Seiten war einer von den überwältigenden Steinmann. Okay. Das können wir jetzt anwählen? Das war vorher gelockt. Okay, aus Interesse, lasst uns mal gucken, wo das ist und was ich da tun muss. Vielleicht können wir das jetzt in der Folge dann auch noch mitnehmen. Wehre den Überfall der Uruks ab. Ach, wegen Kampfaufzehrung. Ach, falsch. Das ist immer mein Standardangriff ist. Okay, Kampfaufzehrung soll ich machen. Ich versuche dran zu denken. Deswegen kommen so viele. Ah, das hat nicht geklappt. Naja, ich hasse diese Schildtypen echt. Ich brauche halt 8 Schläge. War das keine Kampfaufzehrung? Ah, jetzt. Ah, ja. Das ist halt geil, dass die gestunt sind und guck mal, was ich dann machen kann. Bam. So, die gehen mir auf die Eier, den verzehre ich erstmal. Ja, genau in dem Angriff trifft er mich halt, weißt du? Fuck you. Okay, Kampfaufzehrung. 5 Mal, okay. Dann habe ich das geschafft, dann kann ich hier jetzt entweder schnell töten oder sonst irgendwas.
So, ich hoffe mal, ich schaffe das irgendwie noch. Ich mach das halt, weil mir das so ein bisschen die Orks vom Hals hält. Abgeschlossen. Das Schwert hat jetzt eine neue Stufe erreicht. Wir haben die Legende quasi zur Hälfte abgeschlossen. Ja, du hast die Legende deines Schwertes Uphael zur Hälfte vollendet. Uphael wird vom Geist erneut geschmiedet und seine Geschichte wurde in die Klinge eingraviert. Nice! Was das mit diesen Legenden auf sich hat, da bin ich mir nicht mehr so ganz sicher. Ich glaube, das erhöht definitiv ein paar Werte oder sowas. Aber zu 100% kann ich es nicht sagen. Okay. Standarddrücke A, um deine Gesundheit zu regenerieren. Noch einfach schnell reisen, dann geht das auch. Alles gut. Alright. Damit hätten wir es auch erstmal geschafft. Und ich sage schon mal vielen Dank beim Zusehen von dieser Episode von Mittelerde Mord aus Schatten. Das nächste Mal töten wir noch zwei Häuptlinge. Ich denke mal, das kriegen wir hin. Und dann geht es dann auch weiter mit der Hauptquest, würde ich sagen. Weil dann haben wir erstmal die Häuptlinge getötet und schauen dann mal, was noch so auf uns zukommen wird. Ich bin jetzt, glaube ich, so vom Progress her so ungefähr bei 50% des Spiels. Das heißt, ein bisschen was kommt auf jeden Fall noch. Und dann sehen wir dann weiter. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal bei Mittelerde Mord aus Schatten.